Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Feind des Guten ist das Bessere. Und das Bessere im Bau, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind gütegesicherte Produkte und Dienstleistungen. Denn gerade am Bau ist die Gütesicherung besonders wichtig. In der Regel müssen unsere Bauteile über Jahrzehnte halten und funktionieren. Und was Pfusch am Bau anrichten kann, hat der Zusammensturz des Kölner Archivs gezeigt. Gütegesicherte Produkte und Dienstleistungen erkennen Sie am RAL-Gütezeichen. Das Gütezeichen bescheinigt, dass die Gütesicherung nach den anspruchsvollen Anforderungen des RAL, also dem Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung, erfüllt werden. Die hohen Anforderungen der Gütesicherung werden mittlerweile durch 163 Gütezeichen bescheinigt, die von 133 Gütegemeinschaften vergeben werden, und rund um den Bau sind es 70 Gütegemeinschaften mit 83 Gütezeichen. Was hat es mit der Gütesicherung auf sich? Welche Anforderungen und Ansprüche sind damit verbunden? Wie unterscheidet sich das Gütezeichen von den Anforderungen der europäischen Normen, die mit dem CE-Zeichen deklariert werden? Und warum sollen mit dem Gütezeichen auch noch Kostenvorteile verbunden sein? Ich erläutere Ihnen das Konzept der Gütesicherung am Beispiel von Fenstern und Haustüren. Hier kenne ich mich als Hersteller von gütegesicherten Produkten und als Vorsitzender der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren Deutschlands aus. 5 eng zusammenarbeitende Gütegemeinschaften stehen mit ihrem Gütezeichen für die Güte von Fenster und Haustüren. Und zur Gruppe dieser eng miteinander kooperierten Gütegemeinschaften gehören mittlerweile über 500 Unternehmen. Diese Gütegemeinschaften stehen für eine Vielfalt von Bauteilen. Und sie stehen für eine große Materialvielfalt, also für Konstruktionen aus Holz, aus Kunststoff und aus Metall. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Mitgliedsbetriebe der Gütegemeinschaften müssen klare Regeln einhalten, die in den Güte- und Prüfbestimmungen festgehalten werden, und eine, gestatten Sie mir diese Formulierung, herausgehobene Qualität sichern. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Fenster besteht aus 80 Einzelteilen. Und dieses Fenster darf nur dann mit dem RAL-Gütezeichen geschmückt werden, wenn die Bestandteile Glas, Beschlag und Profile aus diesen eng kooperierten Gütegemeinschaften und von diesen auch geprüft wurden, kommen. Im Detail werden dadurch folgende Qualitätsmerkmale abgesichert. Wir sprechen von langer Lebensdauer, von verlässlichen Funktionen sowie zuverlässiger Montage. Wer nach den Regeln der Gütesicherung fertigt und montiert, vermeidet Pfusch am Bau. Fragen der Qualität sind heutzutage auch unweigerlich mit Fragen der Umweltverträglichkeit oder auch der Energieeffizienz verbunden. Für diese und andere ökologische Fragen steht heute der Begriff Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit umfasst also alle Aspekte, die, wie die Schonung von Umwelt und Klima, zur Zukunftssicherung lebenswerter Verhältnisse beitragen. Und auch in der Gütesicherung ist Nachhaltigkeit von wachsender Bedeutung. Die Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren hat in ihren aktuellen Güte- und Prüfbestimmungen erstmals ausdrücklich auch Umwelt- und Energiebelange berücksichtigt. Da steht an erster Stelle das nachhaltige Grundprinzip der Gütesicherung: dauerhaft gebrauchstaugliche und langlebige Produkte zu liefern. Weiterhin fordert die Gütebestimmung zum Beispiel einen ressourcenschonenden Materialeinsatz oder eine geringe Umweltbelastung durch die Fertigung. Applaus